Lüge Strompreis jetzt! Lüge Strompreis jetzt! Für uns alle steht verdammt viel auf dem Spiel. Wir hatten wahrlich genug Gründe, warum wir diesen Tag hier organisiert haben. Und dann kam aber letzte Woche der Hammerschlag durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Es geht ja um Wirtschaftskraft. Es geht um Wertschöpfung. Die Konkurrenzfähigkeit deutscher Unternehmen ist durch die hohen Stromkosten gefährdet. Und wenn wir keinen vernünftigen Brückenstrompreis kriegen, dann ist diese Industrie weg. Die Stahlindustrie und auch Teile der Chemieindustrie sind eine sogenannte Grundstoffindustrie. Das heißt, die stehen ganz oft am Anfang von einem Produkt. Beispielsweise grüner Stahl wird dann in Autos verbaut. Wir wollen ja alle Produkte in Richtung Klimaneutralität entwickeln. Das heißt, wenn diese Grundstoffindustrie aus Deutschland weggeht und wir müssten beispielsweise grünen Stahl aus China importieren, dann wäre hier Beschäftigung zerstört und es würde im Endeffekt Autos, die in Deutschland gebaut werden, auch teurer machen und vielleicht auch weniger wettbewerbsfähig und würde dann auch dort Arbeitsplätze gefährden. Wenn Deutschland seine industrielle Basis hier halten will, dann muss sie günstigen Industriestrompreis hier anbieten. Es geht alleine in der Grundstoffindustrie zusammen mit CE und IG Metall um 2,4 Millionen Beschäftigte und ihre Familien. Andere Länder machen uns das vor. Sie versuchen, industrielle Arbeitsplätze dort hinzuziehen und aufzubauen. Und unsere Politik gefährdet die industrielle Basis. Das können wir nicht akzeptieren. Für uns ist das hier elementar wichtig. Wir unterstützen die Kollegen hier in Duisburg von ThyssenKrupp und von allen anderen. Wir brauchen diesen Brückenstrompreis und das brauchen wir jetzt und nicht sonst irgendwann. Deshalb Brückenstrompreis? Jetzt! Yeah!